Jetzt also doch. Kürzlich erklärte Melanie Müller noch, ihr Neuer wolle nicht in die Öffentlichkeit treten. Dieser hat es sich offensichtlich anders überlegt, wie mehrere Sequenzen in Melanies Instagram-Story zeigen. Einmal fordert sie den neuen Mann an ihrer Seite, bei dem es sich laut Markierung um Andreas Kunz handelt, auf: Schatzstößchen. An anderer Stelle stoßen die zwei Turteltauben dann knutschend mit Sektgläsern an. Danke, dass es dich gibt, schreibt Melanie dazu. Sie und ihre Liebsten, ihre Kinder sind auch dabei, sind auf dem Weg nach Deutschland. Heute geht's leider Gottes wieder nach Hause, aber dafür sind wir nächste Woche wieder auf Geheimmission unterwegs. Wohin es dann geht, will die Ballermann-Sängerin noch verraten. Melanie und ihr Ex-Mann Mike Blümer hatten Ende 2021 ihr Eheaus verkündet. Anfang Januar dieses Jahres postete die 33-Jährige dann ein Bild mit Andreas, der sich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht völlig zu erkennen gab. Wir kennen uns seit 17 Jahren, haben schon zusammen Geburtstage und Weihnachten gefeiert. Auch Kurzurlaub gemacht, verriet Melanie jetzt der Bild. Er gibt mir das, was mir Mike jahrelang nicht gegeben hat. Sicherheit, Rückhalt, Vertrauen, Zuverlässigkeit.